Hallo zusammen, ich habe hier einen 12 Volt Bootskühlschrank oder auch fürs Wohnmobil, so VW-Bus-Größe. Und das ist ein Kühlschrank mit externem Kühlaggregat und ohne Eisfach. Durch das habe ich hier in der ganzen Höhe Platz. So als Standardkühlschrank 46F. Aber den zeige ich euch nicht, weil er hier Standard ist, sondern wir schauen das von hinten an. Ich habe hier das Kühlaggregat. Das Kühlaggregat ist hier lose, zwar jetzt noch elektrisch verbunden. Und ich habe hier die Kälteleitung. Diese Kälteleitung hat hier Schnellkupplungen. Durch das kann ich mit dieser Leitung durch eine Wand durchfahren, durch den Boden durch, ich weiß nicht, wo es hinkommt, und dann hier verbinden. Das Kältemittel ist drin, das Kältemittel ist vorgefüllt und der Kühlschrank wäre dann einsatzbereit. Was wir hier haben, ich habe hier den 12 Volt Anschluss. Standard läuft der Kühlschrank, ist ein BD35 von Seccop mit 12 Volt und 24 Volt. Und ich habe hier einen 230 Volt Anschluss. Sobald ich 230 Volt einspeise, schaltet das Ding um. 12 Volt wird abgehängt. Er läuft über 230 Volt. Sobald ich 230 Volt wieder rausziehe, geht es einen Moment und er läuft wieder auf 12 Volt weiter. In der Regel merkt man das Umschalten nicht, wenn man sich nicht speziell darauf achtet. Ja, das ist ein Standardkühlschrank, 38 breit, 54 hoch, mit einem Standardkühlaggregat, also nichts Besonderes. Einfach diese Option von den Kupplungen und dem zusätzlichen 230 Volt. Was kommt bei dem Kühlschrank ist das Energielabel. Wir haben also kein Label für diesen Kühlschrank, wenn er 12 Volt ist. Jetzt haben sie wieder eine Gesetzesänderung gemacht und publiziert und es ist wieder am Laufen, vielleicht wird es wieder geändert. Und dann wäre dieser Kühlschrank mit dem 230 Volt wieder labelpflichtig. Ohne ist er nicht labelpflichtig. Momentan bieten wir die Kühlschränke ohne Label an. Wir geben einfach den Stromverbrauch an, weil ein Label sagt ja nichts aus über den Stromverbrauch. Mache ich euch ein Video hier oben. Dann hier mache ich euch ein anderes Video über den Kühlschrank und hier unten ein Video über den Kühlschrank mit dem Eisfach. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.